So nach und nach nähert sich der Europa-Musikzug aus der Partnergemeinde Markt Dietenhofen. Und ich würde sagen, ja, und da ist auch selbst der Bürgermeister aus Markt Dietenhofen bereits schon bei diesem Europa-Musikzug dabei. Der Herr Henninger, der also seit 1984 dieses vertrauensvolle Amt ausführt hier in Markt Dietenhofen. Und wir werden sicherlich heute im Laufe des Nachmittags nochmal auf die Partnergemeinde, auf die Zusammenarbeit ankommen, wie sich das entwickelt hat. Und er grüßt natürlich alle und ich würde sagen, hier als Cholauer und als Gäste ein herzliches Willkommen der Partnergemeinde und Applaus für unsere Gäste, die sich extra hier auf den weiten Weg ins Erzgebirge gemacht haben, nämlich nach Cholau. Und an der Spitze sehen Sie schon Herrn Henninger als Bürgermeister von Markt Dietenhofen. Und betrachten Sie gleich im Anschluss hier ein wunderbares Blumengesteck, 800 Jahre. Das hat hier eine Gärtnerei aus dem Ort extra mitgestaltet, aber da werde ich noch zum Schluss dazu kommen, während wir hier ja, den Trommelwirbel wahrnehmen und uns freuen, dass so viele Musiker hier nach Cholau mitgekommen sind. Der Bürgermeister hat sich es natürlich nicht nehmen lassen, hier mit den drei ältesten Bürgern von Cholau zu kommen. Auf oder in der Kutsche haben Platz genommen Hans Markus, Ruttmüller und Johanna Schuster. Und wenn ich sage, die drei sind fast 300 Jahre alt, dann sind es sicherlich diejenigen, die die größte Geschichte hier von Cholau miterlebt haben. Der Einzige, der das Durchschnittsalter hier drückt, das ist der Herr Leonhard. Der hat das natürlich hier wesentlich nach unten gedrückt, aber die Herolde, die hier im Prinzip gleich sich anschließen, die sind natürlich hier auch ganz herzlich willkommen. Sie sind mit fast Originalkostümen, nachgebildeten Originalkostümen zu sehen. Und sie haben hier die drei Pferde, die Friesen. Das ist die einzigste Rasse, die es gibt. So, wir haben jetzt hier im Prinzip die Grundherren, die also Anfang des 13. Jahrhunderts kommen, die hier entsprechend 1378 die erste urkundliche Benennung haben und die Siedler gründen dann dieses Waldhufendorf aus Sand der Waldböden am Fuße des Steinberges, werden also die Zinnrauben geseift, der Wald wird gerodet und Höfe werden angelegt. Das hat sich also dann entsprechend in dieser Zeit zugetragen und es waren vorwiegend Bauern, arme Leute, die ihr ganzes Hab und Gut mit sich führten. Und der Schritt, den sie wagten, barg nicht nur Hoffnung auf ein besseres Leben, sondern es waren auch Beschwernisse und Gefahren, die sie ausgestellt waren. Wir kommen zu dem Beginn des Bergbaus hier im 14. Jahrhundert, wo also Silbererz man begann zu gewinnen. Der Bergbau, eine Tradition im Erzgebirge, die also ja, für viele das entsprechende Handwerk war, wo man sich dann seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Und wir werden sicherlich heute vom Bergbau noch eine ganze Reihe miterleben hier. Die Zinngewinnung stand im Vordergrund und 1732 bis 1870 brachten die Cholauer es immerhin auf eine Metallproduktion von 18,7 Tonnen. Also das war eine ganze Menge. Der Pastor Rosenbach, der beginnt natürlich 1560 die Ortschronik zu schreiben und das sehen wir hier dann auch im nächsten Bild. Der also hier in seinem Studierzimmer am Schreibtisch über die wichtigsten Daten verfügt hat bzw. sie aufgeschrieben hat und die also bis weit ins 19. Jahrhundert hineingeführt wurden. Es kommen auch so nach und nach Händler nach Cholau, die also dann hier von Zwickau nach Karlsbad wollten und der Weg führte durch Cholau und dort haben sich die einen oder anderen dann niedergelassen. Die Bauern, der Wohnarbeit hier entsprechend mit Abgaben ermöglichten dann den Reichtum der Grundherren.
Die Landesknechte Wallenstein, sie rauben und plündern und schänden natürlich hier und ziehen mit Horden durch, auch durch Zschollau, dass sie also entsprechend hier dieses kleine Stückchen des Erzgebirges dann entsprechend näher kennenlernten. Ja, und die Söldner vom General Holk, der von 1632 bis 1633 namenslos Elend durch Blut und Elend Flammen in das Dorf brachte, das ist im nächsten Bild für Sie dargestellt hier. So, Soldaten und Marketenwagen zogen durch die Stadt hier, zogen durch den Ort Zschollau. Der Stickereibetrieb hier von Hirsch und Schmidt, der hat sich hier besonders hervorgetan und hat natürlich auch hier einiges für die Ausgestaltung dieses Bildes getan. Die Schutzwache aus Zschollau, das waren Bergleute und Bauern, sie bildeten eine Schutzwache, um gegen diese mordenden Söldner hier immer wieder vorzugehen. Das sehen Sie dann im nächsten Bild, die also hier entsprechend das Örtchen Zschollau verteidigen wollten und die Pest bzw. auch die Schweden sind dann irgendwie nach Zschollau gekommen, nämlich 1633 bzw. 1639 waren es diejenigen, die hier nach Zschollau kamen und 1633 mussten 229 Einwohner aus Zschollau an dieser Pest sterben. Und 1639 unter dem General Banner plünderten die Schweden Zschollau und schleppten eine ganze Menge Mädchen fort. Sie werden jetzt musikalisch unterhalten von den Hofmusikanten Les Fantares, die zu diesem Festumzug sich aufgemacht haben. Gleich im Anschluss sehen Sie den Bau der Kirchen aus dem Jahre 1652 und 1653. Die Kirche wurde also um die alte herumgebaut, sodass die Gottesdienste weiterhin durchgeführt werden konnten und die verschiedenen Deckenmotive wurden wieder freigelegt und 2004 wurde der Gemeinde alles übergeben. Das sehen Sie an diesem Wagen schön dargestellt, dass also hier das wieder der Gemeinde zur Verfügung steht. Dafür haben sich besonders für diesen Festumzug der Tischlermeister Reinhard Schramm aus Albernau und die Mitglieder des Zschollauer Kirchenvorstandes hervorgetan. Wir kommen zum Kriegsvolk im Siebenjährigen Krieg 1749. Dort durchziehen preußische und ungarische und andere Truppen und durch das Dorf. Und die mussten natürlich dann entsprechend die Dorfbewohner darunter leiden. Wirtschaftlich war plötzlich ein Stillstand entstanden und sodass also hier nur noch ganze sechs Güter bewirtschaftet werden konnten. So, hier werden verschiedene Handwerksbetriebe dargestellt. Wir haben also die Bötscherei, die hier entsprechend dargestellt wird, genauso wie aus dem Sägewerk und die Handwerksfrauen, die hier entsprechend kommen. Ja, die Handwerker bestimmen das Wirtschaftsleben von Zschollau. Bis Ende des 17. Jahrhunderts gründeten sich verschiedene Handwerker im Ort, das Schmiedehandwerk, das Tischler- und Böttcherhandwerk entwickelten sich in den Bergbauregionen besonders, aber auch das Friseurhandwerk etablierte sich hier entsprechend in Zschollau mit. Der Bergbau war natürlich nach wie vor das Hauptgewerbe hier in Zschollau und ja, bei der Bötscherei wurden Teile für Fässer angefertigt, die man gebraucht hat.
Wie gesagt, auch das Friseurhandwerk war in Zschorlau hier schon lange, lange bekannt. Und besonders wurden die aktuellen Frisuren damals, Locken- und Flechtfrisuren, gezeigt. Und die sehen Sie natürlich auch auf den Wagen entsprechend hier mit dargestellt. Von der Firma Akuhea Friseur oder beziehungsweise dem Friseursalon Leistner. Der Dammbruch am Filzdeich 1783 ist natürlich auch ein Ereignis, was nicht unerwähnt bleiben soll. Das große Unglück forderte 18 Menschenleben. 4 Häuser stürzten unter den Fluten ein und 30 Gebäude wurden hier entsprechend beschädigt. Und wir wissen ja selbst aus der Vergangenheit, aus der aktuellen Vergangenheit, was eine Flutwelle hier anrichten kann. Und es wurden teilweise bis zu 8 Meter hohe Flutwellen hier entsprechend registriert. Der Bergbau im 18. Jahrhundert, er wurde dann immer weiter fortgeführt hier und ist natürlich auch in Zschorlau immer wieder aktuell geblieben. Zschorlau, Schneeberg, Neustädel, das sind so die Orte, wo also entsprechend hier die Bergbauleute sich aufgehalten haben. Dort, wo und sie ihr... Ja, wir grüßen die Bergleute natürlich zurück und wollen das natürlich nochmal übermitteln hier. Auch von unserer Stelle hier ein herzliches Glück auf! Die Schule in Zschorlau, das älteste Schulhaus und das älteste Pfarrhaus stehen neben der Kirche und werden heute als Wohnhäuser genutzt. Aber die Schule, sie begann ja dann hier entsprechend mit gläubigen Christen und gehorsamen Untertanen, die also hier alles machen mussten, vor allem harte Strafen waren immer angesagt. Die Schule war in der damaligen Zeit sicherlich nicht ganz einfach zu bewältigen, aber trotzdem hat man das Beste daraus gemacht. Eine alte Postkutsche ist natürlich hier entsprechend auch noch gleich im Anschluss zu sehen. Die Reisen dieser Zeit waren auf der Pflasterstraße und auf den unbefestigten Wagen natürlich lang und holprig, sodass sie hier immer ja, für Schmerzen sorgten. So, die Landeskirchliche Gemeinschaft Zschorlau und der EC-Jugendkeller sind diejenigen, die sich also jetzt hier gleich im Anschluss hier präsentieren. Sie sind herzlich eingeladen, um an den Veranstaltungen teilzunehmen, in den Jugendkeller zum Reden, Spielen, zum Gemeinschaftserleben. Also nutzen Sie die Möglichkeit. Hier ist ein reges Treiben von dieser Gemeinschaft auf alle Fälle zu erleben. Einige waren sogar schon im Ausland, wie zum Beispiel der Max Wilhelm, der es bis nach China schaffte. Ja, und die Methodisten in Zschorlau sind natürlich auch entsprechend hier zu registrieren, nämlich die ersten Methodisten in Zschorlau, das waren hier entsprechende Leute, die sich hier eingereiht haben, nämlich 1703 wurde ein entsprechender John Wesley dargestellt. Ja, und wir haben hier natürlich von den Methodisten, dass auch die Kinderspeisung 1947 hier in Zschorlau eingeführt worden ist. Das ist ein Verdienst von dieser Gruppe. Entwicklung des Klöppels im 19. Jahrhundert, das war natürlich auch etwas, was hier in Zschorlau sich immer wieder zeigt. Geklöppelt wird in Zschorlau schon seit 1862. Damals wurde es als Broterwerb genannt oder verwendet. Heute ist es natürlich mit vielen neuen Ideen verbunden. Zurzeit klöppeln 19 Kinder und 20 Frauen in der Klöppelschule. Wer da Lust und Interesse hat, ist jederzeit hier gern mit eingesehen. Die Transportmittel des kleinen Mannes in der heutigen Zeit sehen wir hier vom Hundegespann über den Handwagen. Alles ist dabei. Und der Reihenschrank, das war natürlich etwas, man wollte ja die Brauerei entsprechend den Verzehr von Bier regeln und deshalb hat man den Reihenschrank dann entsprechend eingeführt, sodass hier
viele das in ihren Häusern entsprechend nutzen konnten. Ja, eine Bauernhochzeit ganz besonderer Art, nämlich die Bauernhochzeit um 1900. Die stolz war man auf die Mitgift, die hier entsprechend mitkam. Mitgift wie zum Beispiel Küchengeschirr, Federbett, Kleinmöbel oder. Alles in der heutigen Zeit ganz anders geworden. Auch eine Ziege war mit oftmals Mitgift. Heute kriegt man eine Schwiegermutter dazu. Also es ist alles gratis hier entsprechend in der heutigen Zeit. Nicht nur die Tisch- und Geschirrtücher sind dazu. Ja, die Bilder sind natürlich hier recht schnell aneinander vorbeigezogen. Und der Kindersegen nach der Hochzeit, das war natürlich auch etwas Besonderes. Und die Kinder mussten natürlich in Kinderwagen untergebracht werden. Und hier sehen Sie eine große Auswahl von Kinderwagen, die natürlich hier von der Sammlung von der Steffi Huth besonders hier in Augenschein genommen worden sind. Da ist ein Kinderwagen dabei, das kann ich ja mal sagen hier. Den hat sie bei eBay ersteigert aus Koblenz und war der Meinung, der wird verschickt. Aber der wurde nicht verschickt, da musste sie selber nach Koblenz fahren und den Kinderwagen holen. Also auch das sind eBay-Geschichten und die halt ganz einfach zu 800 Jahre Zschollau dazugehören. Kinderwagen unterschiedlicher Art, von modern bis Oldtimer. Ich glaube, Sie erkennen vielleicht das eine oder andere Modell, wo Sie sagen, ja, in solch einem bin ich auch mal ausgefahren worden. Die Korinthe beim Weihnachtssingen, ein alter Brauch, der in Zschollau gepflegt wird und der immer wieder hier entsprechend für Begeisterung sorgt, wenn also zu Weihnachten die Kinder hier durch die Straßen von Zschollau ziehen. Das ist auf alle Fälle etwas, was man miterleben sollte, wenn man wieder mal nach Zschollau kommt. Friedrich August, König von Sachsen, der kam 1907 nach Zschollau und hat natürlich dort einiges bewegt oder wollte einiges bewegen. Ja, bis er dann schließlich hier 1918 abgedankt wurde und mit den Worten endete hier, macht doch euren Dreck alleine. Ja, mittlerweile haben wir hier die Originale, die kommen ja aus Zschollau. Die Zschollauer Originale ist der Herding Franz, der erste Arzt, der Filzschuhheim, der Schlackenschees, der Milchmoorfriedel, das Sackmax, das Handtasche, also Originale, die nur Zschollau aufweisen kann, die Sie hier sich mal in aller Ruhe nach oder anschauen sollten. Die Stickereizeit, die um die Jahrhundertwende entwickelt wurde und Heimarbeit für viele Familien einen guten Zusatzerwerb brachte, das ist natürlich auch für Zschollau etwas ganz Besonderes. So, es nähern sich schon Fahrzeuge ganz besonderer Art, nämlich die ersten Fahrzeuge, die in Zschollau waren. Autos aus den 30er Jahren, Motorräder aus den 20er Jahren. Wir grüßen also, ja, ich habe schon geguckt, Umweltplakette haben die nicht dran. Also die Umweltplakette haben sie nicht dran, aber die können heute auf alle Fälle in Zschollau durchfahren. Hier haben Sonderfahrgenehmigung. Das war natürlich, das sind schon Fahrzeuge, wo man stolz drauf sein kann, hier diese Automobile, Hotelservice wird sogar angeboten. Ja, hinten noch so, es könnte ein Framo oder ähnlich Framo sein. Also, Sie sehen schon, hier sind eine ganze Menge schöner Fahrzeuge aus der Vergangenheit zu sehen, sodass wir gleich im Anschluss bereits beim Bild 32 sind. Als nämlich 1914 der Erste Weltkrieg begann. So, aber da müsste man ja Schalmeienzug noch aus Eigenstock, der müsste noch dazwischen kommen. Ja, der erste Wasserhochbehälter aus Zschollau, der 1911 und 12 hier
haben. Und wenn man das entsprechende Wasser hat, dann kann man natürlich auch hier einen entsprechenden Fortschritt erzielen. Das ist also auch hier in Zollau entsprechend registriert. Die Wasserversorgung für Haushalte wurde gewährleistet und dadurch war das Leben natürlich ganz schön erleichtert worden. Ja, und jetzt nahen Sie hier der Schalmeienzug von Eibenstock e.V. Auch im Erzgebirge gibt es also mittlerweile so etwas, das Maskottchen. Der Seebär Knut, der da also hier mitkommt. Und nicht nur die Kugelmusik aus der Schweiz, sondern auch die Fanfarenzüge haben sich mittlerweile hier, ja, da sprach der alte Häuptling, die Indianer. Und da wird natürlich Bauern, ich würde sagen, Riesenapplaus für den Schalmeien-Club hier aus Eibenstock. Ja, das war der Schalmeien-Zug aus Eibenstock e.V. Und wenn jemand da Lust bekommt, hier an solch einem musikalischen Klangkörper dran teilzunehmen, ich glaube, dann sind Sie herzlich dazu eingeladen. Jetzt kommen wir zu dem, was ich schon vorhin sagte, 1914, dass also der Erste Weltkrieg hier beginnt. Die Mobilbarung wurde wieder hervorgerufen und es wurden also viele hier eingezogen. Und selbst nach diesem schrecklichen Ereignis wurden 141 Zollauer anschließend vermisst, weil sie ihr Leben lassen mussten. Die Zeitgeschichte vom Faschismus, Novemberrevolution, all das ist jetzt in verschiedenen Bildern hier dargestellt, sodass wir zum 1939 wurde dann der Zweite Weltkrieg begonnen. Der Faschismus ist also an die Macht gekommen. Hitler übernahm 33, der wurde Reichskanzler und dann begann dieses schreckliche Zeitalter, als nämlich der Zweite Weltkrieg begann. Ja, mit einem polizeilichen Kennzeichen hier, Sondergenehmigung, haben wir natürlich auch noch die große Tschaika oder was auch immer das ist. Brüder in Einzelnen, die Hände, das Bild Nummer 38 zeigt also hier die Vereinigung. Viele haben von der Zwangsvereinigung gesprochen, aber der Begriff ist umstritten. Symbolisch der Händedruck von Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck ist hier, glaube ich, das Ausschlaggebende, was man hier sich merken sollte. Und Otto Grotewohl, nicht weit von hier, hieß ja auch der Namensgeber des ersten Stadions hier, Otto Grotewohl Stadion in Aue. Die SDAG Wismut, die also dann im Prinzip hier Einzug gehalten hat. Wismut war ja Staat im Staat und Fusel. Gute Bezahlung und was auch immer. Die hat die Bergleute angelockt. Es war keine einfache Zeit und die Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 ließ dann nicht mehr allzu lange auf sich warten, nachdem die BRD gegründet worden ist. Und hier wurde also der sozialistische Staat gegründet, der natürlich dann so nach und nach einiges hier entsprechend anders machen wollte beziehungsweise auch anders gemacht hat.
Ja, jetzt können wir fast sagen, das Hauptfeld ist durch hier. Die Spitzengruppe ist ja in einem Wahnsinnstempo gefahren, sodass die anderen dann am Ende wahrscheinlich hier etwas Verspätung haben. Und jetzt warten wir natürlich auf das nächste Bild. Nach meinen Aufzeichnungen müsste es jetzt soweit kommen, dass wir hier die LPG gründen können, während hier ein Fahrzeug, ja, könnte man fast denken, kommt aus Las Vegas hier mit dem Martinshorn. Aber ein guter 353er Wartburg ist natürlich auch etwas wert. Und die Volkspolizei, so wie sie eben damals Streife gefahren ist. Keine Angst, das war noch nicht das Ende des Festumzuges, sondern so ungefähr die Hälfte. Jetzt weiß ich nicht, warum ein solch großes Loch entstanden ist, aber wir werden sicherlich dann gleich erfahren, wie die nächsten Bilder hier sich im Einzelnen präsentieren. Ja, hinten am Horizont, ich glaube, da tut sich schon wieder was. Also das nächste Bild scheint hier zu kommen. Vielleicht haben die eine andere Strecke ausgewählt. 825 Jahre Neustädel. Es kann auch sein, die sind erst über Neustädel gelaufen, aber die haben ja den Festumzug später, sodass die heute nur mal Probe gemacht haben. Aber Tschorlau ist wichtig und ich glaube, das ist auch das richtige Bild, nämlich als hier die LPG in Tschorlau gegründet worden ist. Ja, und da haben wir natürlich verschiedene Traktoren, die hier als Erntehelfer gedient haben, und der langjährige Vorsitzende der LBG, der Martin Müller, das war also im Prinzip hier derjenige, der alles nach vorn trieb. Als man sich auf diesen Festumzug vorbereitet hat, hat man mir mitgeteilt, also bei diesem Bild ist besonders der Bierkonsum in der Vorbereitung unheimlich gestiegen. Das heißt also, man hat die Vorbereitung sehr gründlich ausgeführt, sodass man auch etwas davon hatte. Also die LPG, sie rückt näher. Sicherlich wird sie uns auch bald hören, sodass wir sie dann gebührend empfangen können, als in Tschorlau die LPG gegründet wurden. Die Mechanisierung der Landwirtschaft hielt dann immer mehr Einzug. Und das war natürlich eine Riesenarbeitserleichterung, die man auch hier in Tschorlau dann hier entsprechend nutzte. Und man hat sich also dann auf die Erschließung der Agrarflächen hier in der Umgebung entsprechend vorbereiten können. In diesem Bild werden also ein Mähbinder, ein Erntewagen und ein Dreschflegel in der Form der damaligen Zeit dargestellt. Und viele, die ja am Straßenrand stehen, glaube ich, können das aus ihrer Kinder- und Jugendzeit sich dann noch daran erinnern, wie so etwas aussah. Und alle, die also noch nicht so alt sind, können mal sehen, mit welcher Technik man früher in der Lage war, hier entsprechende Agrarflächen zu bearbeiten. Wie mühsam das mitunter war und deshalb sicherlich auch hier und da eine andere Wertschätzung auch eingetreten ist zu den erwirtschafteten Gütern einer LBG. Im Hintergrund hören Sie sicherlich schon etwas an Musik. Das heißt, der nächste musikalische Klangkörper hier an diesem Festumzug, das ist der Fanfarenzug aus Grünhainichen.
Auch er hat seine Bereitschaft erklärt, hier an diesem großen Festumzug teilzunehmen, der ja so circa eine Länge von 4 Kilometer haben soll und den Verlauf durch den Ort Zschorlau hier entsprechend vorgegeben bekommen hat. Ja, erwähnt hatten wir schon, also dass 1960 hier in Zschorlau die LPG gegründet worden ist. Es waren zunächst 2 LPGs und später wurden sie zur LPG Zschorlau vereint. Und wie gesagt, Maschinen aus dieser Zeit, die hier entsprechend vorgeführt werden. Da ist also dabei ein Traktor Deutz, ein Traktor Aktivist. Und viele, viele Erntehelfer, die mit Dreschpflegen hier entsprechend dann arbeiten. Ja, ist natürlich das richtige Heu und Erntewetter heute hier, damit man in Zschorlau sieht, was die Elbe geben. Saatgut wird noch, ja, die Straße haben sie erst frisch gemacht. Vielleicht haben wir dann nächstes Jahr Getreide hier stehen. Da muss geerntet werden. Und natürlich war auch eine mobile LPG-Küche unterwegs, die also dann hier entsprechend auf den Feldern die Versorgung der einzelnen LPG-Mitglieder abgesichert hat. Denn auch das war sicherlich nicht ganz so einfach zu lösen. Erwähnt hatten wir schon HO und Konsum. Das ist das, was sich also dann anschließend hier entsprechend herauskristallisiert hat. Der Dorfkonsum von Zschorlau. Und man hatte nicht umsonst hier jede Menge Bückware, die entsprechend, wie zum Beispiel Bananen, die also damals nicht gang und gäbe waren, aber in der heutigen Zeit mittlerweile zum Alltag gehören. Aber damals war das eben was ganz Besonderes. Natürlich auch ein herzliches Willkommen hier an die FDJler und an die Pioniere, die natürlich mit ihrem Pioniergruß seid bereit, immer bereit, jawohl, sich damals aufgetan hatten. Und bis 1958 gab es ja nach wie vor noch für die Grundnahrungsmittel Lebensmittelmarken. Ja, heute schmeißt man mit Bananen einfach so um sich. Damals, wie gesagt, nicht nur Bananen, sondern auch gab es andere Ware hier wie F6, Bückware, die also nicht immer tagtäglich zu halten waren. Ja, und die letzten, wie ich sage, Mohikaner, aber die letzten Pioniere und FDJler, die also den Weg hier bei der Altstoffsammlung natürlich hervorgetan haben. Und der Fanfarenzug aus Grünhainichen, er nähert sich hier an unserer Tribüne, während also dieser feuerrote Trabant mit dem polizeilichen Kennzeichen hier vorbeifährt. Das sind noch Traditionen, Erinnerungen, die da wach werden. Ja, da haben wir also noch Thälmann-Pioniere hier an der Trommel stehen, also die haben alles miterlebt. Von der Oktoberrevolution bis zur heutigen Zeit. Der Wohnungsbau auf der Schulstraße oder Lerchenberg, das war natürlich auch etwas, was hier in Zschorlau für Furore sorgte. Und man konnte also hier entsprechend kommunale Wohnungen. Auch in der Bühlstraße 1951 sind also Wohnungen entstanden. 1956 wurde dann diese Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft Fortschritt gegründet und 1984 hat man nochmal 160 weitere Wohnungen mit übernommen. So, jetzt kommen wir hier zur zahnärztlichen Entwicklung in Zschorlau und da ist natürlich einiges zu sagen hier.
Der erste Dentist war also der Kurt Vogt, der von 1898 bis 1892 lebte, und der hat das Geschäft später an seinen Sohn, an den Dr. Med. Gotthard Vogt übergeben. Familienpraxis von der Tochter, von der Christine Schürer. Und ich weiß also, der Hans Markus, der älteste Bürger, ich glaube, der hat alle Zahnärzte, die es in Tschornau gab, hat er miterlebt hier. Der war also mit dabei, während wir das RTZ Racing Team hier entsprechend sehen, die also verschiedene Motorräder unterschiedlicher Art hatten. Und ich weiß noch, dass sie also immer von der Polizei nicht so gut gestellt waren, weil die Motorräder nicht im Originalzustand hier gebaut worden sind, und deshalb also wurden sie mit einem Mängelschein oftmals gerügt. Aber es war eine schöne Zeit für die Leute, die da mitgemacht haben bei diesem RTC. Der Erzgebirgszweigverein Tschollau, der ist natürlich auch dabei hier, der es sich nicht nehmen lassen hat, dabei zu sein. Und sie laden alle ganz herzlich ein, denn dort, wo sie sind, da wird gesungen, da wird gelacht und mancher Schnurk dabei gemacht. Für die Uhiesischen muss ich das nicht übersetzen. Die Gesangs- und Instrumentalgruppe, die Tschollauer Nachtigallen, das sind natürlich hier durch Funk und Fernsehen bekannte, eine bekannte Gruppe, die im Prinzip hier sich Ruhm über die Ortsgrenzen von Tschollau hinaus erobert hat. Sie waren also in vielen, vielen Ländern und haben dort die Region Erzgebirge und natürlich besonders Tschollau hier entsprechend repräsentiert. Und der Name ist eigentlich mehr entstanden, weil ein Gast mal sagt, ja, ihr singt ja wie die Nachtigallen. 40 Jahre Heimatspiegel, das ist die erzgebirgische Kindtaufe um 1900, die wir hier in dem Bild natürlich bestens dargestellt bekommen, die hier wieder natürlich miteinander fahren. Und 1993 war sogar der erste TV-Auftritt mit dem schönen Stück »Der Himmel ist ein Lichterboom«. Und das ist natürlich auch etwas, was man in der heutigen Zeit sehen kann. Tschollauer Sportler sind bestens bekannt über die Grenzen hinaus. Verschiedene Sportarten, Turnen, Radsport, Leichtathletik, von den Anfängen angefangen hier 1879, wo man sich gegründet hat. 1914 wurde eine Kegelbahn gebaut und. Und da gibt es also hier eine ganze Menge Sportler, die sich hier entsprechend präsentieren in alten oder mit alten Fahrzeugen. Denn die Tschollauer Kunstradfahrer, die haben sogar mal an der DDR-Meisterschaft daran teilgenommen. Die hat vielleicht hier Florian Oertel kommentiert, ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle waren sie dabei und haben eine gute Platzierung hier entsprechend erzielt. Und wenn ich schon einmal beim Nennen von Sportler bin, dann möchte ich natürlich nicht vergessen, dass 1994 aus Tschollau der Sven Leonhardt an der nordischen Kombination, zumindest an den Olympischen Winterspielen in Lillehammer, mit Erfolg teilgenommen hat. Und die Sektion Kegeln, die hat natürlich auch hier ihre Sportler, die besonders genannt werden sollen. René Eitler zum Beispiel wurde 1997 Sachsenmeister. Und 1999 hat Helmut Georgi diesen Titel wieder nach Tschollau zurückgeholt. Also Sie sehen schon, Sport wird in Tschollau großgeschrieben. Und diese großgeschrieben, das sind auch die großen Räder, die hier unterschiedlicher Form betätigt werden. Man muss es schon erstmal bringen, auf solch einem Rad zu fahren hier. Da ist schnell die Kamera verloren gegangen. Die Sportmäuse ist natürlich auch noch aus der heutigen Zeit. Das sind also, ja, es gibt ja neue Sportarten hier, Zumba und Cheerleaders, Sportmäuse. Also ganz neue, eigenartige bzw. eigenwillige Sportarten hier. Die Abteilung Fußball, die vielleicht mal den Nachwuchs vom FCE darstellen, die natürlich hier irgendwo in der Region heimisch werden wollen. Jawohl. Da ist schon so ein kleiner Götz dabei hier, die also natürlich in Schwarz-Gelb, nicht lila-weiß, aber Schwarz-Gelb
für manche vielleicht ein Dorn im Auge, aber heute können wir großzügig drüber wegschauen. Schwarz-Gelb muss ja nicht alles Dresden sein. Die Abteilung Handball präsentiert sich natürlich auch im Kreismaßstab hier und hat natürlich keine Nachwuchsprobleme. Wir sehen schon hier, die Nachwuchsspieler sind auf alle Fälle dabei. Zum Kegeln hatte ich ja schon gesagt, Kegeln wird in Zschorlau großgeschrieben. Die erste Kegelbahn gab es ja, glaube ich, 1914, die also hier entsprechend in Zschorlau genutzt worden ist. Und die Kegler sind also im Land Sachsen bestens bekannt. Und ich hatte ja schon zwei Vertreter genannt. Einmal den René Eitler, der also 97 Sachsenmeister wurde. Und 99 hier der Helmut Georgi, der also den Sachsenmeistertitel wieder zurückgeholt hat. Kegeln übrigens eine Sportart, die auch zum Freizeit- und Hobbykegeln einlädt, und alle, die das schon mitgemacht haben, wissen also, ja, da gibt es jetzt eine neue Form Bowling. Aber ich glaube, hier das richtige Asphaltkegeln, was die Zschorlauer machen, das ist natürlich was Besonderes. Und deshalb einen herzlichen Gruß an unsere Kegler mit einem dreifachen Gut! 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 Jawohl, da sind sie hier, die also in den Landesmeistern von Sachsen abräumen, die also eine ruhige Hand haben, die hier entsprechend schon über die Landesgrenze hinaus viele Titel erreicht haben. Wintersport, auch das ist ein Thema in der natürlich oder in der Region, und da sehen wir hier so einen Pistenbully. Und ich glaube, nicht nur das Skifahren, sondern auch Après-Ski ist natürlich immer etwas, was bei den Einheimischen gemacht wird. Ja, Wintersport, hier noch ein richtiger Bob drauf, so wie er früher aussah. Und die Abteilung Tennis, Freizeitsport und Zumba, was ganz Neues, sind alle eingeladen. Ja, so betätigen sich die Hausfrauen in der heutigen Zeit, hier den Quirl in die Hand genommen und dann ein bisschen mitgemacht. Während die anderen schon warten hier, nämlich das ist das große Zschorlauer Dreiecksrennen, was natürlich auch auf eine Tradition zurück oder verweisen kann. 1962 wurde es ins Leben gerufen unter der Leitung von Dietmar und Evelin Zimpel, die auch hier, der Herr Zimpel meines Wissens nach Ehrenbürger ist. Ja, und mittlerweile haben sich ja hier ganz große Größen eingetragen. Ich glaube, in diesem Jahr ist sogar der 15-fache Rekordweltmeister Giacomo Agostini dabei, der sie in die Starterliste eingetragen hat. Und das ist natürlich auch ein Dankeschön an Zschorlau, die das hier wieder aufleben lassen haben, diesen Rundkurs. Und ja, früher gab es einen, der hat eine 350er Java gefahren. Das war der Hans-Jürg Klötzer, der sogenannte Tod im Sattel. Ich weiß nicht, ob er auf dem Wagen mit dabei ist. Wenn ja, hier, dann kann er sich mal melden, der Tod im Sattel, bei den Zschorlauern bestens bekannt hier, der mit seiner 350er Java natürlich für viel Aufsehen gesorgt hat. Zeitgeschichte, die friedlichen Demonstrationen haben auch nicht um Zschorlau Halt gemacht, und die Montagsdemo, die also nicht nur in Leipzig war, sondern auch in Zschorlau, die wurde hier entsprechend genutzt, um das natürlich zum Ausdruck zu bringen, was man schon lange sagen wollte. Wir sind das Volk, neues Forum zugelassen und. Stasi, ja, wie vor kurzem die eine Frau, die sagte, ja, mein Mann ist auch bei der Stasi gewesen, sagt die andere, wie kommst du denn da drauf? Ich habe einen Zettel gefunden, stand drauf, I.M. Keller. Ja, den hat sie gesucht, und das war natürlich dann hier einiges, was in den Mauerfall entsprechend dann beschleunigt hat. 89, als man hier die Berliner Mauer entsprechend anders gestaltet hat und mit Graffitis versehen hat. Dann wurde die Währungsunion eingeführt. Ja, das war natürlich schon etwas ganz Besonderes.
Plötzlich mussten die Angestellten gar nicht mehr so kopfrechnen, weil moderne Computertechnik eingezogen war. Und als am 1.7.1990 hier in Tschollau die Währungsunion begann, da hat der Polizeier Bieber mit der Pistole und in seiner Tasche, hat er natürlich alles überwacht, dass auch der Geldumtausch hier bestens und ohne reibungslos über die Bühne geht. Ne? Denn einige sind ja in Stoffbeuteln und Kochtöpfen mit ihrem Geld gekommen und haben das dann versucht, dort umzutauschen. Der Naturheilverein Tschollau ist natürlich auch hier mit dabei, der sich mit unterschiedlichen Sachen präsentiert. Früher Naturheilverein, 1893 gegründet, jetzt oder dann Sonnenblick Tschollau in der DDR-Zeit und jetzt der Naturheilverein in Tschollau seit 1990 wieder. Die Jagd gestern und heute, auch das ist in Tschollau etwas, was unbedingt erwähnt werden soll. Also wir haben hier eine fahrbare Jagdkanzel, die für den mobilen Einsatz gedacht ist. Wenn also Schwarzwild von Mais- und Getreidefeldern gejagt werden soll, natürlich ist eine entsprechende Jagdeignungsprüfung hier unbedingt notwendig. Und durch verschiedene Hunde werden die Jäger hier entsprechend begleitet. Werden diese auch von den original Grünhainer Jagdhornbläsern, die also hier ihr musikalisches Stell dich ein zu diesem Festzug mitgeben. ...1996 hat man dann hier entsprechend die Vereinigung mit der Gemeinde Burkhardsgrün durchgeführt. Da wollen wir erstmal den Jagdklängen aus Grünhain hier unser Ohr tollen. Wie gesagt, die Vereinigung mit der Gemeinde Burkhardsgrün und Tschollau wurde 1996 hier entsprechend getan durch das älteste Haus von Burkhardsgrün. Hier entspricht das sogenannte Buchhaus. Die Herberge Burkhardsgrün, die sich da anschließt, die also hier mit vielen, vielen Mitarbeitern entsprechend sich präsentiert und dieses Motto Vielfalt des Lebens ausdrückt. Ich glaube, das ist hier im besten Sinne und Worte zu sehen. Ja, da ja der Wettergott ein Tschollauer war, wird natürlich hier entsprechend noch eine Erfrischung, weil wir sagen, die nächsten 8 Stunden haben sie hier keine Möglichkeit, das entsprechend zu nutzen, während hier also wie gesagt, auch mit der Gemeinde Albernau hat man mittlerweile eine Vereinigung getroffen, Mai Albernau, wie viele hier entsprechend schon sagen. Das war 1998, während wir hier noch die Herberge mit entsprechend sehen können, die also mit viel Stimmung, mit viel Unterhaltung immer wieder zum allgemeinen Ortsleben beiträgt.
Ja, der Zusammenschluss mit Albernau, wie gesagt, wurde entsprechend hier 1998 getätigt und zu diesem Zeitpunkt war also dann die Eingemeindung von Albernau Ortsteil von Zschorlau mittlerweile geworden. Das Freigut Albernau ist also auf alle Fälle hier mit in diesen Wagen integriert oder in diesen Festumzug integriert und mit traditionellen Kleidern und Kostümen aus der Vergangenheit wird das nochmal untermauert. Sie sehen das Modell der Albernauer Johanneskirche, die also 1897 errichtet wurde. Und sie ist also dort auf diesem Anhänger des Fahrzeuges nachgestaltet worden. Und man muss immer wieder allen ein herzliches Dankeschön sagen, die sich also in ihrer Freizeit hier für dieses Fest vorbereitet haben und die dann solche schönen Modelle hier zur Schau stellen, wie also originalgetreu in verschiedenen Maßstäben unterschiedlicher Art sowas dargestellt wird. Die Albernauer Johanneskirche, die 1897 errichtet worden ist. ...1991 wurde dann das ECE Zschorlau hier entsprechend gegründet und da haben wir natürlich hier die Damen, die sich darauf besonders vorbereitet haben, hier vom Einkaufscenter Erzgebirge. Das ist die Boutique-Inhaberin, die Ute Schwurzer, die also speziell dieses Bild präsentiert und die einen Ausschnitt aus der Mode aktuell sportlich elegant hier auf alle Fälle für alle mitgebracht hat. ...2000 war natürlich dann auch ein historisches Jahr für Zschorlau, denn da wurde der Pensionsspielverein e.V. Zschorlau gegründet, der ja mittlerweile hier über die Grenzen hinaus bekannt ist. Ja, das ist also Passionsspiel. Es ist keiner in der Pension schon gewesen, sondern das Passionsspiel Zschorlau, wie gesagt, das was mittlerweile hier über die Grenzen hinaus bestens bekannt ist. Viele, viele Mitglieder sind dabei und wer also da mitmachen will, der kann sich da sicherlich melden, denn die Geschichte wäre jetzt ja sehr, sehr groß, um hier alles aufzuführen. Die Termine sind immer wieder gefragt und wir sind natürlich auch dabei, entsprechend über diese Vereine dann zu berichten. Der Kindergarten ist natürlich oder immer wieder, wenn ein Ort lebt, muss man natürlich auch in die Zukunft investieren, das heißt sprich in die Jugend. Und wer in die Jugend investiert, muss natürlich auch einen funktionierenden Kindergarten haben und das können die Zschorlauer mit Fug und Recht behaupten hier, die also auf alle Fälle einen hervorragenden Kinder haben, der Spatenstich zum letzten Anbau am Haus des Kindes erfolgte am 27. März 2009 und die Kinder sind natürlich bestens hier entsprechend untergebracht. Ja, das Ganze wird natürlich hier durch die Gaudi-Musikfeuerwehr von Atze und Biene entsprechend noch zusätzlich begleitet und dort sind natürlich die Kinder dann auch immer gut aufgehoben, wenn sie in den Kindergärten hier bei solch bewährten Kräften entsprechend hier betreut werden und sie nehmen das natürlich gerne in Anspruch. ...100
Jahre Zschollauer Schule. Die untere und obere Schule präsentieren sich hier. Und ich glaube, die Schulgeschichte ist natürlich hier etwas, was auf alle Fälle erwähnt werden sollte. Denn Schulbildung, das haben viele schon in ihrer Form miterlebt, durch unterschiedliche Lehrer, durch unterschiedliche Methoden. Und jeder kann sich natürlich oder erinnert sich mitunter ganz gern und sagt immer, ja, zu meiner Zeit. Und 100 Jahre dieses Schulgebäude, das ist natürlich etwas, was man hier erwähnen sollte. Die untere Schule, was ja heute als Grundschule verwendet wird, und die andere Schule, die Mittelschule ist, die sind natürlich dann entsprechend hier in modernen Unterrichtsräumen untergebracht. Und der ganze Festplatz wurde ja von der Mittelschule entsprechend genutzt. Und hier sehen Sie also nochmal ein solches Modell der Mittelschule, die im Augenblick hier ist, wo mehrere hundert Kinder entsprechend ihre Schulzeit verbringen dürfen. Ja, und da wurde also vom Schulanfangsunterricht, Werkunterricht, Kunstgeschichte, das alles sind also Unterrichtsfächer, die hier auf alle Fälle immer wieder gefragt sind und die auch bei den kleineren genutzt werden, die sowohl in der Grundschule wie auch in der Mittelschule. Und Sport, wie zum Beispiel hier Basketball, ist natürlich auch etwas, was gerne genommen wird. Und die Zschollauer oder Cheerleader, wie man aus Zschollau hier entsprechend hier natürlich mitmacht. Das ist natürlich auch etwas, was man nicht vergessen sollte. Ja, wir kommen jetzt zur Partnergemeinde hier. Sie haben auch gesagt, wenn Zschollau 800 Jahre feiert, dann sind wir dabei. Herzlich willkommen, Partnergemeinde Markt Dietenhofen. Ich glaube, ihr habt eine stimmungsvolle Kulisse mitgebracht und wir haben ja schon zu Beginn gesagt hier, der Landkreis Aue hatte damals versucht, einen Landkreis herauszufinden und mittlerweile haben sich die Partner dann so gefunden, dass also sie gesagt haben, ich will nicht sagen Liebe auf den ersten Blick, aber Zschollau und Markt Dietenhofen, das scheint sich gut zu vertragen. Nicht nur die Zahl der Einwohner stimmt etwa, sondern auch die Bürgermeister, glaube ich, können ganz gut miteinander und das ist immer Grundvoraussetzung, dass die Partnergemeinden hier dabei sind. Also, wir haben Vertreter vom Gemeinderat, von der Volkstanzgruppe, von der Freiwilligen Feuerwehr aus Markt Dietenhofen. Alle sind gekommen, um mitzufeiern und so soll es sein. Ein herzliches Willkommen nochmal an die Partnergemeinde. Was wäre Zschollau, was wäre Albernau, was wäre Burkhardsgrün ohne die Freiwillige Feuerwehr? Deshalb hier an dieser Stelle schon ein Gruß an die Kameraden mit einem dreifachen Gut! 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 Ja, wir heißen euch herzlich willkommen und ihr habt also hier die Zurgeschichte der Feuerwehr einiges mitgebracht und wir wollen also dann hier die entsprechenden Originale und die verschiedenen Spritzenmöglichkeiten sehen, während hier der Nachwuchs. In manchen Orten ist es gar nicht so selbstverständlich, dass man hier so junge Kameraden schon dabei hat. Aber hier in Zschollau, Albernau und in Burkhardsgrün ist das auf alle Fälle der Fall. Ja, und wie die Feuerwehr früher aussah, ich glaube, hier ziehen sie so nach und nach schon hier an und werden vielleicht auch hier und da das können demonstrieren, wenn es also wirklich mal brennt hier und die Feuerwehr ist gefragt, dann ist so eine Pumpe hier natürlich immer wieder notwendig, damit man auch das richtige Wasser hat hier. Ja, jetzt geht alles natürlich, da sind besonders die hohen Plätze gefragt hier. Ja, ich hab mal extra so einen Platz ausgesucht, dass ich da ein bisschen regensicher stehe hier. Also da muss man schon gezielt das bringen. Aber wir heißen euch natürlich herzlich willkommen.
Wir heißen euch natürlich herzlich willkommen, die Feuerwehrleute, die vor vielen, vielen Jahren mit sicherlich schweren oder unter schweren Bedingungen Brände löschen konnten. Und wir sehen die neue Löschtechnik, wie sie jetzt so nach und nach anrückt, während hier natürlich die Dorfbewohner sind. So manches Flammenopfer gab es auch in Zschorlau. 70 Jahre wurde da schon gefeiert hier von der Feuerwehr, die also da mit dieser Technik zur damaligen Zeit ausgestattet war. Ja, vorne auf dem Fahrzeug haben wir den dienstältesten Feuerwehrmann, der also in Zschorlau hier zu Gast ist. Hier, er hebt extra symbolisch die Hand. Ein Applaus für ihn, dass er schon 70 Jahre bei der Feuerwehr mit dabei ist. Und wir haben also nicht nur die reiferen Feuerwehrleute, sondern wir haben ja auch hier eine gute Nachwuchsarbeit, die also mittlerweile hier Früchte trägt. 1998 wurde zum Beispiel die Jugendfeuerwehr gegründet und ich glaube, das ist der Paul Leiter. Nee, der Paul Lein, der nach 80 Jahren immer noch in der Feuerwehr hier mitarbeitet. ...1991 wurde das Feuerwehrgerätehaus angebaut und auch eine eigene richtige Verbandsfahne wurde 1996, nämlich am 27. April, übergeben. Und jetzt sehen wir die Feuerwehrfahrzeuge, wie sich das in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Und da sehen wir also hier die moderne Technik, wie sie im Augenblick genutzt wird. Ja, mit einer entsprechenden Löschkanone kann man also dann ganz gezielt von oben hier entsprechend die Sachen, die Brände bekämpfen. Und auch die Jüngsten sind schon im Fahrzeug mit drin. Also wie gesagt, um den Nachwuchs braucht man in Zschorlau hier keine Sorgen zu haben. Ja, das Wasser, was hier verwendet wird, sind noch die Hochwasserbestände, die man hatte. Ja, die brauchen ein bisschen Wasser zum Kaffee kochen. Hier kann man schon mal oben in die obere Etage hier mal so 2 Liter reingeben hier. Es nähert sich jetzt in der Form nach den Freiwilligen Feuerwehren von Zschorlau, Albernau und Burkhardsgrün der Schützenverein von Zschorlau. Er hat es sich also auch nicht nehmen lassen, hier mit dabei zu sein. Es sind also so circa 12 bis 14 Vereinsmitglieder, die hier mit an diesem Umzug dran teilnehmen. Und seit 1887 ist der 5. Schützenverein in Zschorlau mit 60 Mitgliedern hier präsent. ...1993 wurde wieder die Neugründung vorgenommen und im Augenblick befinden sich wohl so ca. 60 Mitglieder in diesem Schützenverein.
Die Tschorer Landwirtschaft heute sieht natürlich ganz anders aus. Die Geräte sind also entsprechend neuester Technik. Sie erleichtern die Arbeit und steigern dadurch natürlich auch die Produktivität. Die Hochtechnisierung hat also auch in diesem Bereich stattgefunden. So, und da haben wir natürlich auch die Mondscheinbauer. Dieser Name resultiert daraus, dass ein Bauern schon mal früh meist nicht aus den Federn kommt und dann abends nicht zur Ruhe. Deshalb ist also auch dieser Name jetzt entstanden. Er arbeitet meist noch nachts und trägt daher den Namen der Mondscheinbauer hier in Tschollau. Ja, symbolisch am Traktor zu sehen hier, der Mond ist aufgegangen und der Mondscheinbauer wartet also auf seine günstigste Arbeitszeit und die ist bei Vollmond. Da haben wir ja gesehen in den vergangenen Tagen, ideales Tschorauer Wetter, Vollmond, da hat er die höchste Leistung vollbracht, der Mondscheinbauer, das hat ihm gut getan. Wir haben aber Landwirtschaft ganz anderer Art, nämlich den Hasenzüchterverein aus Tschorau. Auch der ist im Prinzip hier mit einem Pferdegespann vor Ort. Und 2009 wurde also Lars Herrmann mit seinem Hasen Deutscher Meister und 2011 wurde Lothar Friedrich Deutscher Vizemeister, also mit anderen Worten in Tschorau. Da sind natürlich hier entsprechende Hasen zu sehen. Das sind keine Dachhasen. Da gibt es auch Regionen im Erzgebirge, die also die Älterlein, die Dachhasen sicherlich zu Genüge kennen. Sondern hier sind wirklich richtige Rassekaninchenzüchter dabei. Der Geflügelzüchterverein ist natürlich auch hier. Geflügelzucht ist sicherlich ein Hobby. Taubenhändler sind dabei, die aus der Historie heraus die Sachen auch immer entsprechend bewerten. Mehrere Züchter avancieren dazu. So, das Marionettentheater Dombrowski, das möchte natürlich auch hier sich präsentieren. Das Marionettentheater, das also ein Ensemble darstellt. So, und auf dem Transporter sind also Marionetten aus Theateraufführung zu sehen. Die Spieler können nicht nur die Frisuren, sondern auch hier alles andere weiterhin gut nachgestalten. Sie sehen es also selbst. Die Blaskapelle von der Neuapostolischen Kirche, die sind natürlich auf dem Wagen hier aus der Gemeinde Tschorau. Und unterhalten sie musikalisch. Tschorau, mittlerweile weltbekannt, unter anderem auch durch das Kunstgewerbe der Firma Hubrich, die also hier eine Ausstellung in Größe darstellt. Nicht nur die Miniaturen und Jahresfiguren sind ausschlaggebend, sondern hier vom Lichterboom über verschiedene traditionelle Figuren. Die Firma Hubrich, die im Gewerbegebiet hier ihr Zuhause hat. Ja, und der Chef selbst verteilt, der Herr Hubrich hier, schmeißt also Artikel hier unters Volk. Ein herzliches Willkommen wollten wir natürlich nicht verwehren hier. Erzgebirgische Figuren, die immer wieder auf den oder bei der Firma Hubrich hier dargestellt werden, schließen sich entsprechend an, egal ob das der Feuerwehrmann ist oder ob das der Bierhändler ist oder der Mondputzer oder die Kinder. Also viele Figuren aus der Kollektion von Hubrich gestalten den anschließenden Zug.
So, wir haben hier eine Schnitzerhobelbank hier von dem Holzbildhauermeister Jesko Lange, die sich also hier mit präsentiert. Da sieht man, wie man in Lebensgröße entsprechend die Modelle darstellt. Die Autohäuser, die schließen sich an hier. Die Kfz-Abteilung, Kfz-Betriebe, Taxibetriebe, angeführt von der Firma Zimpel, die also hier in der Region mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist. So, wir haben mit dabei den Taxibetrieb Passauer. Den Autodienst Mehnert, den Ranger Steffen, den Taxiservice und die Jessica Passauer mit Taxi und Mietwagen. Die sind also alle damit entsprechend hier verteilt. Und werden in unterschiedlichen Fahrzeugen entsprechend dargestellt. Wohnmobile Gläser waren natürlich auch mit dabei, also alles, was hier motorisiert in Zschorlau und Umgebung ist, hat sich auch hier entsprechend mit eingefunden, so auch das Autohaus Metzger hier. Also Autohäuser bzw. Fuhrunternehmen in Zschorlau nach wie vor ein großes Standbein. Ja, wenn man natürlich mobil unterwegs ist, ist eine Pannenhilfe in der heutigen Zeit auch von größter Notwendigkeit. Und man sieht immer wieder, nicht nur auf Autopannen, sondern auch an verschiedenen anderen Stellen, dass eine gut funktionierende Pannenhilfe für den einen oder anderen Kraftfahrer natürlich auch sehr viel wert ist, wenn man mal hier in der Zwickmühle steckt. Pannenhilfe Groß und Vogt, die also hier entsprechend sich mit präsentieren aus Zschorlau und sicherlich schon das ein oder andere Fahrzeug abschleppen mussten. Taxis werden ja zu unterschiedlichen Anlässen genommen, egal ob man zu einer Hochzeitsfeier fahren will, da bestellt man eine gut gestaltete Taxe. Genauso, wenn man vielleicht mit Kegelverein hier ausfahren will, da hat man so ein Caravelle. Also Sie merken schon, Taxiunternehmen in der heutigen Zeit sind natürlich auch gefragt. Gefragt ist auch eine Schlosserei hier. Da haben wir natürlich die Schlossereifirma Heinz Schramm bzw. Metallbau Zschorlau, die also hier entsprechend sich präsentieren. Und ja, eigentlich kommen wir ja jetzt zu dem Haupt, nämlich auf einem der Vorfahren soll das irgendwie zurück datieren, nämlich die Geschichte des Mohnputzers muss irgendwie in einer Schlosserei entstanden sein, nämlich bei der Vergabe des Meisterbriefes.
Und lassen Sie sich ganz einfach mal von einem Zschollauer die wahre Geschichte erzählen. Ich will das hier nicht tun, dann sagen einige, ja, das ist gar nicht die wahre Geschichte gewesen. Aber die Schlosser wissen das. Tischler und Zimmerer im Holzhandel, die Firma Schramm Reinhardt oder Georgi Günther, die Firma Gläser Jürgen, Holzhandel Leonhardt, Michael Schubert, die Firma Baumgärtel Thomas, alle sind in dieser Branche zu Hause. Jeder hat ein anderes Dienstleistungsspektrum und jeder kann natürlich nach den Bedürfnissen der entsprechenden Kunden gehen hier, egal ob sie Türen, Fenster oder Möbel haben wollen. Es ist alles entsprechend hier möglich. So, heute machen wir fein nicht, wir machen auch nicht. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier und sagen natürlich ein herzliches Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier dabei zu sein, um ganz einfach das Holzhandwerk wieder in einen anderen Augenschein zu nehmen, während also hier viele sagen, Holz, ja, ist denn das was? Hat das Zukunft? Ich glaube, ein Rohstoff, der natürlich nachwächst, hat immer Zukunft und braucht immer Fachleute. Und die Tischler, Zimmerer oder die damit handeln, die können davon, glaube ich, genügend berichten, dass auch in der heutigen Zeit solche Dinge wieder gefragt sind. Fenster, Türen müssen nicht aus Plaste sein. Man kann auch Holzfenster nehmen. Die haben eine lange Lebensdauer unter heutigen Bedingungen. Ja, hier sehen wir, wie mal so ein richtiger schöner Saunabereich und Badeofen gemacht wird. Die Nixe, ich weiß nicht, ob sie Wasser drin hat oder nicht. Ach, sie spritzt nur. Aha, gut. Der Holzhandel Leonhardt, auch dort kann man alle, für diejenigen, die also selbst sich dem Holz verschrieben haben, kriegt man sicherlich alles für Haus und Garten beim Holzhandel Leonhardt, wo man also hier entsprechend die Möglichkeiten hat. Und die großen Sägegatter sehen wir hier, die also das Holz hier entsprechend schneiden. Ja, so sind sie früher gekommen, die Maler hier mit dem Handwagen hinten drauf, Quaste, die Bürste in Eimer Farbe und dann ging es los. Das Einzige, was sie nicht hatten, das waren so schicke Mützen, wie sie der Herr Stübner jetzt aufhat hier. Der hat natürlich schon hier entsprechend einiges mit, aber das Frühstücksbrot liegt hinten drin und die Malervereinigung hier entsprechend auf dem Wagen, Malerbetrieb Weigel, Junior und Senior grüßen wir natürlich auch ganz herzlich. Die sind hier dabei und geben natürlich ihr Bestes, was unter Herr Stöckner lächelt auch noch so über den Malerbetrieb, an der Seite runter, Malerbetrieb Stoll, Inhaber Jörg Stöckner. Also, sie sind alle hier mit dabei beim großen Festumzug und wir haben natürlich andere Handwerker aus der Region auch, nämlich Sanitär, Heizung und Klempner. Und da gibt es auch hier in Zschollau und Umgebung mehrere Betriebe, die der Zschollauer Klempner zum Beispiel oder die Firma Gunter Bartella bzw. Frank Schädlich oder Olaf Meuert, die Firma Seifert und Hahn, um nur die wichtigsten Vertreter zu nennen. Alle haben auf ihrem Gebiet entsprechende Neuheiten zu bieten. Denken Sie dran, schauen Sie ganz einfach vorbei. Klempner und Sanitärhandel hier in der heutigen Zeit ist natürlich auch immer wieder gefragt. Gefragt besonders immer dann, wenn das Dach undicht ist, sind die Dachdecker. Und da gibt es ja nun mittlerweile Firmen in Zschollau, die auf Traditionen verweisen können. So zum Beispiel die Firma Wolfgang Kulisch oder auch Thoralf Müller, der also hier auch schon lange in Zschollau ist. Und die Firma Kulisch hier zu Beginn mit dem Chef selber auf dem Wagen entsprechend sind natürlich dabei. Und sie, ja, früher haben sie gesagt, wir können nicht nur Dächer decken, sondern es ist alles hier, was entsprechend an neuer Technik mittlerweile auf diesem Gewerbe ist, ist man hier auch auf alle Fälle vorbereitet. Auch in Zschollau zu Hause sind Steinmetze und die entsprechend mit dem Werkstoff Stein arbeiten können. Die Zschollauer Granitfirmen hier, da ist also einmal die Firma Thomas Müller bzw. Granitwerk Süß, die in der heutigen Zeit auch ganz dekorative Sachen gestalten können und für den einen oder anderen zum Eingang oder im Garten ein ordentlicher Brunnen
oder andere Möglichkeiten aus dem Werkstoff Stein. Das werden Ihnen hier die Steinmetze zeigen. Ja, und auf dem großen Fahrzeug hat er Platz genommen, der große Klangkörper aus Zschorlau, der Allianz Posaunenchor, der Sie musikalisch anlässlich 800 Jahre unterhält. Wenn wir schon bei Gewerke sind, dann sind natürlich auch Elektriker in der heutigen Zeit gefragt. So die Firma Matthias Reinhold, Karl Herkner, Karl-Heinz Peter oder die Firma Reinhard Teubner, die also entsprechend sind. Und ja, falls mal ein Kurzer in der Leitung ist, hier können Sie sich aussuchen, wie Sie den rauskriegen. Also da ist alles dabei, was entsprechend gebraucht wird bei einem Elektriker. Service in Haus und Hof, das ist natürlich immer dabei, und die Baugewerke, die Bauhauptgewerke sind natürlich genauso gefragt, und da hat man auch in Zschorlau mittlerweile ansässige Firmen, die also hier entsprechend zu diesem Bauhauptgewerke zählt, nämlich die Firma Bauer und das Baugeschäft Georgi, die also hier auf alle Fälle mit erwähnenswert sind und die ein großes Leistungsspektrum haben, das nicht nur der kleine Endverbraucher nutzen kann, sondern auch große Firmen, große Objekte, die realisiert werden von diesen Firmen. Und ja, wie gesagt, die Baufirmen Bauer bzw. Georgi sind hier die Aushängeschilde von Zschorlau, die also auf dem Bau sich zu Hause fühlen und die natürlich hier Leistung bringen, die in der heutigen Zeit immer wieder gefragt sind. Und deshalb sind die Firmen nicht nur hier in Zschorlau zu Gast, sondern sie sind weit über die Grenzen von Zschorlau immer wieder gefragt. So, Sie verreisen hier das Reisebüro Sunbird hier aus Zschorlau. Sie sind natürlich auch dabei. Wir wollen Sie natürlich nicht vergessen. Mit Erfrischungsgetränken ganz besonderer Art. Landschafts- und Gartenbau, das ist natürlich auch ein Gewerke, was in der Zukunft hier immer wieder mehr an Bedeutung gewinnt und in Zschorlau mittlerweile auch zwei Firmen sich niedergelassen haben, die dieses Handwerk verstehen. Landschafts- und Gartenbau, das ist einmal die Firma Tino Hahn bzw. Markus Opitz, die also hier sich entsprechend auf dieses Metier konzentrieren. Ja, und Sie führen vor hier, mit welcher Technik Sie an Ort oder vor Ort arbeiten können. So mancher, ja, könnt ihr ruhig nehmen. Ach nee, ist kein Kaminholz hier. Ist nur was zum Runternehmen. Also, mancher dachte schon, dass er jetzt ein Scheitel Kaminholz kriegt. Ja, wir grüßen also ganz herzlich die Firmen Tino Hahn und Markus Opitz. Ja, während jetzt unmittelbar hier vor der Tribüne, oder ja, vor unserer Tribüne, die Firma Tino Hahn sich noch präsentiert, Garten- und Landschaftsbau. Haben wir natürlich dort, wo Gewerke sind, passieren ja auch immer wieder Unfälle, und deshalb muss man natürlich auch eine
Ärzte bzw. medizinische Einrichtungen haben. Und da gibt es natürlich in Schorlau hier en masse Zahnärzte, so zum Beispiel der Frank Zäuner bzw. die Christine Zäuner oder die Frau Christine Schürer, Zahnarzt Ralf Menne, die Hauskrankenpflege Silke Bauer und das Erzgebirgische Pflegedienstteam von Beate Dietmann, die Physiotherapie Yvonne Rauer, Physiotherapie Weißflug und Ute Bauer Kerstin. Also, Sie sehen schon, auch in Schorlau sind Sie medizinisch bestens betreut. Sie haben hier Ihren Ansprechpartner, egal ob es sich dabei um Zahnarzt handelt, um eine Physiotherapie oder einen Pflegedienst. Sie sind in Schorlau rundum gut versorgt. Ja, so kann man natürlich Karies so richtig bereinigen hier, wenn man die richtige Bürste hat und natürlich auch dann entsprechend richtig hier entsprechend das durchführt. Hauskrankenpflege, mittlerweile ein Servicedienst, der in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken ist und wie gesagt auch in Schorlau hier durch ganz kompetente Vertreter entsprechend betreut wird durch die Firma oder Hauskrankenpflege durch die Firma Silke Bauer. Jetzt kommen Sie, die großen Icarus 55, das waren noch Farben, die man damals durchgeführt hat hier. Ganz hinten, weiß ich noch, Doppelreihe, 30-pfennige Busfahrt. Und das sind natürlich die Matador in der Landstraße hier. Ich glaube, in einen solchen Nostalgiebus kann man auch in der heutigen Zeit wieder fahren. T&S Reisedienst, mit Sicherheit ein Reisedienst, der hier entsprechend immer wieder gefragt wird. Auch ich bin schon mit T&S gefahren, mit dem Chef selber. Ich grüße ihn ganz herzlich und wünsche Ihnen weiterhin eine unfallfreie Fahrt, dass er also mit seinem Unternehmen hier für alle, egal ob Schorlauer oder Gast, immer ein angenehmes Reisebild hat. Und wir sehen ja, diese Busse, weiß ich, in der Region, sie sorgen immer wieder für Aufsehen, weil man denkt, was ist das? Aber dass das wirklich Bilder sind, die dort drauf gemalt sind, hält man eigentlich gar nicht so für möglich. Und trotzdem werden sie immer wieder hiermit genutzt. T&S Helmut Jeschke mit seinem Reisebüro bzw. mit dem Bus. Musikalisch ein herzliches Dankeschön an das Mondputzer-Duo hier, die natürlich immer wieder für Stimmung sorgen können, wenn sie bei solch einem Festumzug dabei sind. Und sie haben das richtig eingeläutet. Stimmung ist natürlich auch dann, wenn die Friseure bzw. die Kosmetikabteilung hier sich aufmacht. 800 Jahre muss man ja vielleicht so einiges hier ausmerzen. Aber Friseure, Kosmetik, Andreas, Nicole, die haben wir. Ja. Wir hätten ja auch spielen können, 10 nackte Friseusen hier, aber das ist natürlich hier auf diesem Zug momentan nicht der Fall, aber sehr schön hat er das interpretiert und wir haben natürlich hier das Herr Vital Studio Uwe Nizella und das Mondputzer Duo, was schon vorweggelaufen ist, beziehungsweise das Kosmetikstudio von Nicole Andreas. Der Einzelhandel soll in Schorlau nicht zu kurz kommen und Einzelhandel wird betrieben im Gartenbaubetrieb Hendrik Treubner bzw. im Blumeneck Iris Schädlich, die auch, glaube ich, für das Gesteck 800 Jahre hier mit verantwortlich war. Also, Sie sehen schon, Sie wären in guten Händen
Und wir wollen natürlich nicht vergessen, Einzelhandel wird auch betrieben durch die Gabi Meier, die in ihrem Schuhhaus hier moderne Schuhe immer wieder anbietet. Und wir heißen natürlich auch diese Firmen Gartenbaubetrieb Hendrik Teubner bzw. Blumeneck Iris Schädler und die Gabi Meier mit ihrem Schuhhaus. Herzlich willkommen zur 800-Jahr-Feier hier in Zschorlau. Im Schuhhaus Meier können Sie viele interessante Sachen sehen. Und wir haben natürlich Einzelhandel. Das ist natürlich nicht nur hier Gartenbaubetrieb oder Schuhhaus oder Blumeneck. Wir haben natürlich auch noch Bäckergewerke, Fleischergewerke und die Gastronomie. Die Bäcker, die also hier durch den Bäckermeister Gerd Bock bzw. Jens Reinhold vertreten werden. Wir wissen ja, die Bockmühle, die schon über Generationen hinaus genutzt wird und hier in Form einer Bäckerei, grüßen wir natürlich ganz herzlich den Gerd Bock mit seiner Mannschaft, die also hier an diesem Festumzug dran teilnehmen. Ware, die dort entsprechend entsteht. Ja, und ein mobiles Fahrzeug, auch das ist ja in der heutigen Zeit entsprechend nicht ungewöhnlich, durch die Bäckerei Jens Reinhold, die also dann mobil unterwegs ist und immer wieder Frisches dort anbieten kann. Gastronomie, das Kuchenhaus, das ist natürlich etwas, was hier in Zschorlau auch mittlerweile dazugehört. Und das Eiscafé Nico Neute, der natürlich hier auch entsprechend Sie gerne einlädt zum Eiscafé. Und das Kuchenhaus, wie gesagt, als Leitfigur, als Leitsymbol für die Geschichte in Zschorlau. Ja, und er nähert sich schon hier der Musikverein der Holzhacker e.V. aus Bockau, die Sie gleich wieder musikalisch hier unterhalten werden, wenn der Zug wieder etwas weiterzieht. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen anlässlich des Festumzuges 800 Jahre Zschorlau, dem Musikverein Holzhacker aus Bockau. So, und jetzt kommen Sie natürlich hier, die Zschorlauer, die Mohnputzer. Herzlich willkommen hier. Was ist nun die wahre Geschichte vom Mohnputzer? Viele fragen sich ja nun, aber irgendwie soll die Familiengeschichte der Familie Schramm damit ganz eng verbunden sein. Und in Zschorlau gab es mal zwei Handwerksinnungen und die Meisterrechte wurden meist zwischen November und Februar vergeben. Und die Prüflinge mussten sich eben neben den Gebühren der Innungsgilde und mussten die auch noch eine Tonne Bier, was ca. 35 Liter waren, ausgeben. Und nach der Vergabe und dem Umtrunk hat der Innungsobermeister, ging er auf den Heimweg und in Zschorlau hatte die zu diesem Zeitpunkt 7 Teiche und 3 davon waren wohl irgendwie zugefroren und mit Schnee und Raureif überdeckt. Der Schmied nahm aus Spaß einen Reisigbesen, putzte das Eis sauber, dass sich der Vollmond darin spiegelte.
Und daraus wurde dann die Geschichte, die zunächst als Dorfklatsch verbreitet wurde und die bis nach Schneeberg kam und die Neustädter dann immer im Prinzip die Zschollauer als Mondputzer bezeichneten. Aber die Zschollauer, sie haben sich natürlich revanchiert und sie haben die Schneeberg-Neustädter wurden als Sandmenschen bezeichnet, weil die immer eifrig mit dem Scheuersand handelten. Also, ob wahre oder unwahre Geschichte, wir wissen auf alle Fälle, dass der Mondputzer und das offizielle Maskottchen vom Mondputzer, das ist ja kein Original Zschollauer, aber sieht zumindest ganz originell aus, der hat natürlich die Geschichte vom Mondputzer zur großen Eröffnungsveranstaltung auch gesagt und erklärt. Seine Variante war ganz anders, deshalb will ich nicht sagen, meine war die wahre, sondern jeder kann sich selbst sein Reim machen. Was ist nun die wahre Geschichte vom Mondputzer? Hier haben wir jedenfalls das Maskottchen drauf auf unseren Wagen hier, der das Abschlussbild darstellt. Und wir bedanken uns bei allen Gästen, die aus nah und fern nach Zschollau gekommen sind, bei allen Zschollauern. Ich denke, sie haben einen riesen Umzug gesehen hier mit fast 100 Bildern.